freue mich schon riesig. Aber wir müssen erstmal vorbereiten und es voll dunkel hier drin. Wir machen erstmal das Licht an. Tada! Jetzt ist das Licht an. Und ich habe noch eine Challenge für euch. Schafft diesen, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. In 1, 2, 3, vorbei. Habt ihr es geschafft? Hoffentlich. Und jetzt fangen wir mal an. Zuerst backen wir ein paar Kekse für uns. Und dann düse ich nochmal in die Stadt und guck mal, was ich finde. Aber erstmal Kekse backen. Wir haben hier die tollste Backmischung. Also eine von den tollsten. Die machen wir dann auf. Dann haben wir hier noch Butter und Eier und meinen Thermomix. Aber die Marshmallows nehmen wir erstmal raus, weil wir haben Angst, die zerschreddern hier drin. Wir wollen das Messer drin, aber nicht nur so ein Messer, wo man Butter schneidet. Nee, so ein echt scharfes Messer und am Ende will es kein Herzchen mehr sein, sondern nur noch kleine Dinger. Ein Schau mal weg. Wir kippen es erstmal rein. So. Raus. Du bist drauf. Oh, eine Party. Okay. Kekseig ist fertig. Mach schon, dann mache ich mal ein. Nein, wieder. Und wir sehen uns dann auch, wenn alle Kekse fertig sind, war einfach zu gucken, wie ich nehme. Buff. Machen schon ein bisschen langweilig. 24 Stunden wie Eva Kekse auf dem Tablett schmiert. Avi, kommst du? Ich habe deine Plätzchen aus dem Ofen geholt. Nice! Guck mal, die schauen richtig lecker aus. Ich habe sie gegessen. Haben wir die blau gemacht? Du hast die alleine gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie du die gemacht hast. Also ich habe die doch nicht blau. Ich habe die nicht blau gefärbt. Guck mal, ich habe sie gar nicht blau gefärbt. Bist du dir sicher, weil die sehen? Ja, blau, grün irgendwie. Aber die habe ich nicht so gefärbt. Ganz sicher? Ja, ich habe nur den Backmix genommen. Das ist aber komisch. Vielleicht war da irgendwas drin, was im Ofen sich verfärbt in der Hitze? Warum will sich Braun halt sogar in blau-grün verwandeln? Komisch. Wir ignorieren das mal und fahren erstmal in die Stadt und gucken, ob ich was für Easy finde. Schaut mal, ich nehme mal dies hier für die Easy mit. Ich weiß, sie liebt Badebomben überall. Das ist ja dann halt die perfekte Überraschung. Ja, sie nehmen auch diese zwei Masken mit. Easy und ich werden einen echt coolen Beauty-Tag haben. So. Und rein damit. Wir sind wieder zurück, aber bevor ich euch die Sachen zeige, die ich für Easy gekauft habe, zeige ich euch erstmal meine neuen Bilder. Schaut mal, sind sie nicht super cool? Wir haben dieses Herzbild, da steht Do What You Love, dann haben wir das hier, Make It Happen und das da finde ich am schönsten. You are my star. Und wie ist Stern? Also das da finde ich am schönsten, aber alle finde ich hier am schönsten. Und schau mal, das Do What You Love habe ich nochmal für Easy besorgt. Aber jetzt zeige ich euch nochmal die Sachen. Also, ich weiß, Easy liebt Badebomben überall. Und ich habe noch diese Badebombe mit so einem Corgi gesehen. Das ist ziemlich süß. Und dann auch hier so eine Schleife. Und die gebe ich dann Easy. Und ich habe hier noch zwei Kokosnussmasken gefunden, weil wir werden dann richtig den coolen Spartag haben. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Jetzt warten wir mal, bis Easy morgen kommt. Die Easy ist da und ich habe extra für uns Kekses gebacken. Nur die wurden im Ofen blau. Also kann ich nicht garantieren, dass irgendwas schon mit passieren wird. Ich hoffe, sie schmecken. Gut. Ich hab schon. Ja, schon gut. Dann habe ich die aus meiner. Nein, deine ist aus meiner. Hä? Hä? Ich kann mich nicht dran erinnern, als ich den Keks gebissen habe. Ich habe deinen Haare. Ich hatte den da. Und ich hatte den da. Komm, wir tauschen ein paar Kekse. Vielleicht wird es dann besser. Okay. Den habe ich wieder da. Endlich. Oh, meine auch. Okay.
Hoffentlich passiert jetzt nicht noch was. Easy, ich habe schon für dich was vorbereitet. Sollen wir mal gucken, was es ist? Ja. Dann gehen wir mal. Ja. Oh, wie cool. Ein Schmuckkästchen. Und eine Badewanne und zwei Masken. Schmuckkästchen? Ja, schau, mit dem Ring. Danke. Den Ring habe ich da nicht reingemacht. Oder ein Schmuckkästchen. Da ist sogar ein Brief drin. Lies mal vor. Mal schauen, was da drin steht. Ava und Easy. Ich bin zurück. Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Ich bin hungrig. Stelle mir nachts um 3 Elsa-Muffins bereit. Und ganz wichtig, verkleidet euch als Ava Mysteria, die schwarze Fee. Oh mein Gott, die Mysteria ist zurück! Oh nein, ich hatte den Ring doch jetzt schon an. Das ist auch hier Tille. Ich wusste, ich hätte diese Box. Mann, oh Mann. Aber wir haben ja kein Elsa-Kostüm. Wie geht das denn? Wir fangen erstmal an mit den Muffins, oder? Ja. Nicht, dass die ganze Muffins wir gar nichts haben. Komm schnell. Zum Glück hat Easy Muffins mitgebracht, weil ich habe überhaupt kein Backzeug dabei oder überhaupt keine Backmischung. Also. Danke! Bitte! Jetzt dekorieren wir sie erstmal. Und hier haben wir noch ein paar Sachen. So Zuckerperlen, also Sterne und Lutscher. Ich würde mal sagen, jeder dekoriert was. Ja. Oh, ich habe jetzt alles raus. Okay, gut. Oops. Hast du noch einen zweiten Löffel? Ich versuche jetzt so wirklich viel zu viel Elsa zu dekorieren. Eigentlich haben wir hier ja voll viel Spaß, aber es ist hier Freude. Unheimliche Sache. Ja, wir genießen es einfach. Vielleicht kann uns die Lia beschützen. Vielleicht am Ring ist noch ein Hinweis. Den müssen wir uns mal ganz genau angucken. Ich sehe blau. Und silber. Also vielleicht ja hier drinnen, irgendwo hier auch. Vielleicht ja noch irgendwo hier. Such mal, dass da irgendwas steht. Hast du irgendwas mit der Badewanne? Ist das hinter einem Fenster? Oh! Stift, warte. Ich kenne so Stifte. Schwarz ist dran. Warte, guck mal. Ich kenne so Dinger. Jetzt durchsuchen. Schaut! Hier steht Elsa Rüstung. Asel. Elsa. Asle. Elsa. Rückwärts. Oh mein Gott. Das wird ja immer seltsamer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon ins Bett, weil wir sollten echt um 3 Uhr aufstehen. Ja, wir müssen fit. Fast schon 10 Minuten vor 3 Uhr. Wir also müssen uns ja dann umziehen und die Muffins holen. Also wir müssen ja fit sein und wir müssen ausgeschlafen sein. Ja. Okay? Weil wenn wir einfach dann aufstehen und nicht ausgeschlafen sind, dann können wir ja vergessen, was wir machen. Ja. Dann. Oh Mann, hoffentlich ist es nicht schlimm, dass wir keine Elsa-Kostüme haben. Mhm. Hoffentlich wird nichts Schlimmes passieren. Mhm. Dann ziehen wir uns erstmal den Kuschelanzug an. Jetzt sind wir angezogen, jetzt können wir nochmal ins Bett. Ja. Jetzt stellen wir uns den Wecker auf 3 Uhr nachts. Dann sind wir aufgeregt. So. Oh, ob wir heute noch schlafen können? Ich weiß nicht. Und starten. Okay. Du schaust aus wie eine Elsa.
ein gutes. Und zwar, vielleicht wissen wir nicht, wo die Kostüme her sind, aber wir sind jetzt wenigstens als Elsa verkleidet. Wie die Mysterious wollte. Jetzt bekommen wir keinen Ärger, aber jetzt holen wir ganz schön die Muffins. Ja. Nein, Eva, auf gar keinen Fall. Komm schon, Easy. Da stand ja nicht, wie viele Muffins wir machen sollen. Also, und wir brauchen unsere Kraft. Wenn zwei Muffins da sind, ist doch alles okay. Können wir erst beide rein. Na gut. Und den Schnee. Easy, cool. Du hast ja rote Lebensmittelfarbe dran gemacht. Nicht schlecht, das stimmt. Nein, habe ich nicht, Eva. Und ich weiß auch nicht, wovon das kommt. Ich hoffe, das ist nicht giftig. Das riecht ja nach Blut. Nein, danke. Ich dachte, das war doch nicht so eine gute Idee, das zu essen. Mm-mm. Was, wenn jetzt die Mysteria kommt und sieht es einfach? Oh nein! Wir geben ihr einfach das und dann sieht man nichts mehr. Die anderen. Oh, wie meinst du? Du musst dir doch vorstellen, du willst doch so nehmen. Wie es jetzt wohl weitergeht? Das war die Waffe! Das Licht ist wieder. Du hast rote Haare! Ich auch! Die sind voll kurz! Aber ihr wisst doch bestimmt, dass das alles nur gespielt ist.